und herzlich willkommen zur Folge 126 von Gothic 1, Quentins Bande. Ja, wir sind zurzeit Alsgardist jetzt hier vor der Burg und gehen mal, würde ich sagen, zum Austauschplatz. Wir könnten hier und da vielleicht noch eine weitere Quest annehmen, vielleicht mal kurz Torus Rücksprache halten, aber ich denke mal eher weniger. Für Gomez. Ja, sicher. Für wen sonst? Und normalerweise werden wir einfach angequatscht. Von diversen Kollegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendeine Schutzgeldquest gibt, dass uns irgendeiner dann da einspannen will und sagt, ey, pass auf, ich muss mal kurz eine halbe Stunde oder so hoch ans Feuer ein Bier saufen. Klapper du mal die Butler ab. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wenn man einer neuen Gilde beigetreten ist, gibt es da immer einiges Neues. Ich weiß übrigens gerade gar nicht, warum ich die Schnellreise nicht benutze. Ich alter Trottel, kann doch auch einfach den hier machen. Manchmal denke ich dran, manchmal nicht. Verlassene Mine ist ganz oben. So. Hier irgendwas Neues. Die beiden haben wir ja schon mal niedergedroschen. War ein guter Kampf. Ja, genau. Warum? Weil sie ein bisschen genervt haben. Lagen in der Mine. Nicht allzu schlimm. Geräusche immer lauter, alles klar. Da haben wir ja 2, 3 Gardisten, auch wenn die irgendwie keinen Mehrwert haben. Also bisher noch nicht, wenn es jetzt heißt, jo, verlassene Mine macht wieder auf oder die Geräusche drin werden so laut, da muss einer rein und sich drum kümmern. Ist natürlich gerne zur Stelle. Hey, das ist der Neue. Ist halt cool, dass man sowas auch mal jetzt hier so sieht. Gab es bei Welt der Verurteilten auch ähnlich, da waren es mehrere. Aber nun ja. Hey du. Für Gomez. Weshalb bist du hier, Abschaum? Willst du deine Erinnerung auffrischen? Torus beginnt sich zu fragen, warum keine neuen Leute im Lager auftauchen. Du kamst damals irgendwie vorbei, erinnerst du dich? Wie wäre es, wenn ich dich jetzt an etwas erinnere? Wie ich dir das letzte Mal in den Arsch getreten habe, hä? Erinnerst du dich nicht mehr? Schon verpisst er sich. Kam es nicht zu einer Auseinandersetzung, aha. Warte mal. Für Gott. Okay, wenn man ihn schon geboxt hat, verpisst er sich einfach. Und wir müssen den jetzt ins alte Lager bringen. Ich komme aus dem alten Lager. Lass mich in Ruhe. Wurdest du verprügelt? Nein, ich bekam Bier und ein Laib Brot zur Begrüßung. Natürlich haben sie mich verprügelt. Dazu, im alten Lager ist es nicht so schlimm. Der Typ ist ein Schläger, mach dir keine Sorgen. Ich lasse mich nicht mehr verarschen. Wie kann ich deine Meinung über das alte Lager verbessern? Das ist eine gute Frage. Am besten du beantwortest meine Fragen. Ja gut, ich höre zu. Naja. Werde dir die Gardisten für? Keine Ahnung. Das ist der Gardist Bullet. Ich weiß nicht, wie er Gardist geworden ist. Ich weiß, dass verschiedene Fälle vorgekommen sind. Ich kann dir versichern, dass jeder andere Gardist im Lager ein vorbildlicher Gesetzeshüter ist. Bloodwin ausgenommen. Du hast meine Bedenken zerstreut, aber ich habe eine andere Frage. Wie sieht es mit der Beförderung im Lager aus? In Corinnes war ich ein angesehener Handwerker. Ich denke, ich könnte schnell befördert werden. Also im alten Lager hat man viele Möglichkeiten. Die Aufgaben eines jeden Lagerbewohners hängen von seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung ab. Am besten meldest du dich bei Diego. Nach ein paar Formalitäten kannst du anfangen zu arbeiten. Das klingt großartig. Eine letzte Bitte habe ich noch. Erzähl mir etwas über die Leiter in diesem Lager. Ist vernünftig, ja, ja. Also Gomez versucht, seine Zusammenarbeit mit dem König um jeden Preis zu stärken. Das Wichtigste sind die Minen und der ständige Nachschub an Rohstoffen. Der Rest ist uns egal. Wenn die Butler effizient arbeiten und die Banditen endlich in die Schranken gewiesen werden, erwarten uns Wohlstand und ein friedliches Leben. Ich bin davon nicht sehr überzeugt, vielleicht ist das Leben in eurem Lager gar nicht so schlecht, aber ich möchte nochmal drüber nachdenken. Wir sehen uns später. Warte doch mal. Schon nochmal vergeigt? Ich habe etwas Falsches gesagt. Oh fuck. Echt? Ja, soll ich sagen, der ist vorbildlich. Die andere... Aber Antwort war doch jetzt nicht so negativ, oder? Also,
Oder war das jetzt nur mein Empfinden? So, Bullet, verpiss dich. Hau ab. Mal gucken. Meinung ändern, dies und das. Der Rest ist vorbildlich. Alle Lager, viele Möglichkeiten. Komm, es ist ein vernünftiger Verwalter des Lagers. Er sorgt dafür, dass das Lager ordnungsgemäß und effizient funktioniert. Das stimmt. Außerdem macht er das alte Lager zum sichersten Ort in der ganzen Kolonie. Der gesamte äußere Ring und die Burg sind schwer bewacht und die Erztransporte sind so angelegt, dass die Banditen uns nichts anhaben können. Naja. Du hast mich überzeugt. Ich werde mich auf dem Weg zum alten Lager machen. Ausgezeichnet. Du musst dem Weg folgen, der von hier aus weiterführt. Die Umgebung ist sicher. Du brauchst also nichts zu befürchten. Ich danke dir wirklich sehr. Gibt es etwas, womit ich mich revanchieren kann? Sobald du im Lager bist, wirst du das Oberhaupt der Gardisten treffen. Sein Name ist Torus. Sag ihm, dass Bullet dich geschlagen hat und ich dir geholfen habe. Dieser Hurensohn soll seine gerechte Strafe bekommen. Das werde ich tun. Und damit ist es sogar schon abgeschlossen. Also interessante kleine Quest. Die gibt ansonsten auch nur ein bisschen EP. Keine wilde Sache. Und der, bleibt er jetzt hier oder teleportiert er sich dann sonderbar ins Lager? Schön, dass er schon eine Spitzhacke hat, als er hier reingeplumpst ist. Finde ich jetzt ein bisschen sonderbar, aber was soll's. Moment. Bevor ich jetzt hier einfach verschwinde, mal ganz kurz hier den Leuten quatschen. Hey, hier ist ein Arbeiter, der war vorher nicht da, oder? Der ist neu. Ich glaube, der ist neu. Hat das Bark was zu erzählen? Nee, schade. Hätte ja sein können, dass vielleicht auch hier so eine Quest gibt wie, ey, guck mal, da hinten kommen gerade ein paar Banditen. Die müssen wir aufmischen, helf uns mal. Denn soweit ich mich jetzt hier erinnere, ist das ja nicht Aufgabenfeld der Schatten, sondern der Gardisten. Sich mit dem Lumpenpack rumzutreiben und die da auseinander zu schlagen. Aber nein, hier ist erstmal alles beim Alten. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, über die Eskorte. Dann gucken wir mal, ob wir noch mehr machen können als Gardist. Oder ob das erst in Kapitel 3 alles seinen Höhepunkt nimmt. Was ja auch gut sein kann. Und Diego sagen, dass der Sträfling bei ihm war? Nee. Nee, bisher nichts. Mach's gut. Hat Torus noch was darauf zu melden? Und wegen, dass Bullet ein Schwein ist? Für Gomez. Tatsächlich. Ich war auf dem Austauschplatz. Ich habe mit einem neuen Verurteilten gesprochen. Ich habe ihn gerade im Lager gesehen. Was denkst du? Du solltest mit ihm reden. Ich habe getan, was ich tun sollte. In Ordnung. Mal sehen, was er mal sagt. Du kannst jetzt gehen. Klar kann ich gehen. Ich kann immer gehen. So, hier waren ja auch nur, genau, Armbrustschützen. Jungs, wenn ihr so schießt, ne? Ich würde es euch nicht empfehlen. Aber ey, macht wie ihr denkt. So, ich denke mal, die ganze Eskorte wird dann vermutlich auch in dem Lager bleiben. Vor der alten Mine. Wir sollen den Konvoi eskortieren, nicht wahr? Ja, du wirst uns zur Mine führen. Du musst dich nur vor Banditen in Acht nehmen. Sag uns, wenn du soweit bist. Ja, jetzt ist alles klar. Dann führ uns. Oh Mann, echt? Für Gomez! Da musste ich kurz niesen. Ja, kommt der jetzt mit oder nicht? Denn irgendwie fehlt ein Träger und der Typ, der auf der Bank sitzt. Für Gomez! Okay, haben wir den auch schon mal dabei? Für Gomez! Jetzt steh mal auf, Junge. Ich glaube, ich muss. Ah, okay. Oh, ein Glück ist er aufgestanden. Jetzt haben wir hier drei Buddler und drei Gardisten am Hals.
Ach du liebe Zeit. Dass das mal gut geht mit so einem großen Trupp. Dann sind die so dicht aufeinander gedrückt, ey. Das ist doch komplett Irrsinn. Naja. Dass das mal gut läuft. Ich weiß nicht, das ist halt das intensive Gothic 1-Feeling. Ja, ich meine, die Sekte hat natürlich auch ihren Reiz irgendwie, ne, und das neue Lager sowieso. Aber das ist Gothic 1. Du marschierst mit einer Truppe von Gardisten und ein paar Lümmeln an Butlern am Live-Auftritt von In Extremo an Taurus vorbei und sorgst dafür, dass hier alles glatt läuft im alten Lager. Das ist Gothic 1 pur. Was nu? Ich hasse es, jetzt kommt er da nicht durch. Das ist auch Gothic 1 pur. Ich drück mal kurz K, hoffentlich hilft es. Wir sollten durch die Schlucht in der Mitte des Waldes gehen. Das ist der schnellste und effizienteste Weg. Ja, es ist ein großer Ort für einen möglichen Hinterhalt. Jeder Ort in diesem Wald ist tückisch. Tut, was ich sage, das ist nicht so einfach. Ich werde tun, was ich in dieser Situation für richtig halte. Ich würde am ehesten einfach am Fluss entlang laufen. Aber hey, was weiß ich schon, ne? Wir speichern nochmal ab, das kann man hier gar nicht oft genug. Will der da jetzt wirklich durch? Das ist doch komplett bekloppt. Hier fällt mir keiner hier in den Fluss. Müssen beiden Brücken machen. Tja, also ich bleib dabei, ich würde links entlang laufen, aber wir können ja mal. Ich will ja, dass es einen Überfall gibt. Und unser Kurierkollege ist sogar schon am Kämpfen. Puste, so gut haben wir den. So, Jungs, alles cool. Ich komme mich um den Rest. Denn wir wollen ja auch die Banditen wegknüppeln. Das ist ja der springende Punkt. Ich will ja nicht, dass die hier verenden, die Armen. Also für einen Hinterhalt ist das jämmerlich. Hier fehlt jemand. Oder? Oder sind es 6 Stück? Ne, doch, sind 3 Träger. Ne, sind nur 2 Träger. Oder? Ne. Doch, da fehlt einer. Stark gemacht vom Kurier hier. Mann, wo ist denn... Ah, ich hasse es wirklich jedes Mal. Jedes Mal. Es kann auch nichts einfach mal so funktionieren. Das sind halt wieder die anstrengenden Quests, ne? Das ist halt... dummerweise vorprogrammiert. Jetzt sind hier noch... Genau, 6 Stück. Passt... Ah, ich wollte gerade sagen. Auf diesen Baumstamm auf. Der ist sehr tückisch. Sag ich doch. So alle 2 Meter speichern. Ist und bleibt ein Chaos. Und wir helfen mal ganz schnell wieder hier. Nein, nicht der Kurier. So, und jetzt große Hoffnung, dass sie alle 6 da sind. Sieht relativ gut aus. Ja, doch, ich sehe 3 Spitzhacken und ich sehe 3... Ja, ich sehe 6 Köpfe. Sieht gut aus. Ist halt bescheuert, dass ich das jedes Mal zu überprüfen muss, aber... War nicht meine Idee, mit 6 NPCs durch die Gegend zu rennen.
Und wir sind immer noch zu sechst. Das ist gut. Uiuiuiui. Wenigstens können wir eine Handvoll Banditen töten. Die sich für den Hinterhalt wirklich sehr schlecht aufgestellt haben. So, hier passt bitte auf, keiner festhängen. Sechs Leute, sehr gut. Muss man schon mitnehmen, ne? Ich meine, klar, ist eine Theorie ein bisschen gefährlicher, aber die schlachten wir direkt ab, die Jungs. Die können ja nix. Ein paar Banditen da, das Pack. Ist ja nicht der Rede wert. Ich find's auch gut, wie die... Oh, jetzt hängt er wieder fest. Ich find's auch gut, wie die Butler allen voran losmarschieren. Nicht die Gardisten. Das ist ein Traum. Aber wenn man das hier halt so macht und den gefährlichen Weg geht, kann man halt, ja, so, weiß nicht, 7 bis 9, keine Ahnung, habe ich nicht mitgezählt, Banditen abschlachten. Und das lohnt sich doch. Und schon haben wir es geschafft, ohne Verluste. Vermutlich sind keine weiteren Banditen irgendwo im Wald. Falls doch, sind sie hoffentlich nachher auch noch da. Ist ja eine Eskorte, keine Suchaktion, aber so viel dann zu den Banditen im Wald. Ist auf jeden Fall eine nette Quest. Ich glaube, die Welt der verurteilten Variante davon hat, glaube ich, nicht so viele Gegner nachgespawnt. Ich glaube, das war dann so Richtung ein paar Wölfe und dann ein, zwei Banditen oder so. So, wir sind hier. Mal sehen, wie viele Männer wir haben. Tolle Arbeit. Alle Träger kamen unversehrt an. Lass mich vorbei! Ja klar. Ach, und jetzt gehen die drei hierher und die Gardisten zurück. Alles klar. Dann ist das auch gelungen. Und die Quest sogar schon abgeschlossen. Gut gemacht. Das wäre es dann schon mal zu den beiden Quests. Ich gehe nochmal ganz kurz zu Torus. Und latsch nochmal durch die Burg, beziehungsweise durchs alte Lager, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Quest erhalten hier oder da. Und ich vergewissere mich, dass hier auch nirgendwo ein Bandit übrig geblieben ist. Wir sind ja vorbildlicher Gardist. Aber ja, wenn man der Konfrontation aus dem Weg gehen will, läuft man außen rum. Aber wenn man die EP mitnehmen möchte und alle Banditen abschlachten will, einfach durch die Mitte. Und der Kurier hilft sogar, sofern man ihn nicht absticht, sondern nur umboxt. Dann hilft er als Vorhut, ob er will oder nicht. Ja, die guten alten Brücken machen. Aber ja, die drei Gardisten, die mit uns gelaufen sind, das war wirklich nur die Eskorte. Das heißt, die Träger bleiben vermutlich da oben. Und die Gardisten zurück in die Burg. Sehr interessant. So, Torus, gibt's eine Folgequest? Jetzt haben wir jetzt unser Chef hier. Für Gomez. So. Hab die Eskorte erledigt. Hast du noch einen Auftrag für mich? Perfekt. Ja, während du weg warst, kam die Kundschaft auf dem Tauschplatz zu mir zurück. Eine Gruppe von Banditen will den Platz überfallen und die Kisten rauben. Wir haben nur 6 Männer und einen Arbeiter dort. Geh hin und sorg dafür, dass kein Bandit überlebt. Beeil dich. Oha, das klingt ja gut. Nach den 2 Quests direkt die nächsten. Verteidigung des Austauschplatzes. Ich würde sagen, da nutzen wir jetzt aber mal nicht die Schnellreise, sondern rasen mal schnell hoch. Ziehen zum Sprint an. Und dann wird in der nächsten Folge der Austauschplatz verteidigt. Vor den bösen Banditen. Finde ich auch eigentlich eine gute Quest. Nette Idee. Und hilft halt allen voran der Immersion. Ne? Dass man hier so schön als Gardist wirklich was zu tun hat. Wir werden jetzt direkt eingesetzt. Wir merken, wir sind wichtig. Ne? Nicht so Schatten, geh mal hier hin, geh mal dahin. Guck mal, da ist ein anderer Schatten verschwunden. Was hat es damit auf sich? Nein.
Jetzt wird gekämpft. Jetzt heißt, jetzt muss verteidigt werden, jetzt muss eskortiert werden. Das fühlt sich gut an. Die Banditen oben im Turm haben wir sogar schon platt gemacht, als die hier ihre Kollegen unterstützen wollen würden oder so. Also in der nächsten Folge geht's hoch zur Austauschstelle und dann wird mal ein bisschen randaliert. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.